aus psychologischer Sicht für das Unkörperliche eines Menschen nützt man den Fachausdruck Psyche. Philosophen, geistliche Anthropologen und Poeten verwenden dafür den Fachausdruck Seele. Und aus Wikipedia. Psychologie ist eine empirische Wissenschaft. Sie beschreibt und erklärt das Erleben und Verhalten des Menschen, seine Entwicklung im Laufe des Lebens und alle dafür maßgeblichen inneren und äußeren Ursachen und Bedingungen. Da Empirie nicht alle psychologischen Phänomene erfasst, ist auch auf die Bedeutung der geistwissenschaftlichen Psychologie zu verweisen. Und weiter aus Wikipedia. Die Seele oder der Geist im metaphysischen oder theologischen Sinn sind nach den gegenwärtigen Auffassungen nicht Gegenstände der Psychologie. Zitaten fertig. Also, Psychologie ist eher etwas wie Mikrosoziologie, was gleich der Mikrophysik oder Mikrobiologie. Ein Mensch, der sich für das Unkörperliche des Menschen interessierte, sowohl wenn dieses Unkörperliche als Psyche, also quasi wissenschaftlich, als auch wie Seele, also quasi nicht wissenschaftlich zu betrachten ist, war der berühmte Carl Gustav Jung. Er studierte Medizin. Als Psychoanalytiker interessierte er sich sowohl für die Psyche als auch für die Seele. Also für Gleiches, manchmal als Akademiker und manchmal als Esoteriker. Er ist viel gereist, viele Rituale gesehen, mit vielen Schamanen geredet und bis Ende seines Lebens blieb er verwirrt, wenn es um Psyche, Seele geht. Selber sagt er Folgendes: Wenn die Psyche des Menschen etwas ist, so ist sie unabsehbar kompliziert und von einer unbeschränkten Mannigfaltigkeit, der mit bloßer Triebpsychologie unmöglich beizukommen ist. Ich kann nur in tiefster Bewunderung und Ehrfurcht anschauend stille stehen vor den Abgründen und Hähen seelischer Natur, deren unräumliche Welt eine unermessliche Fülle von Bildern birgt, welche Jahrmillionen lebendige Entwicklung aufgehäuft und organisch verdichtet hat. Mein Bewusstsein ist wie ein Auge, das Fensterräume in sich fasst, das psychische Nicht-Ich aber ist das, was diesen Raum unräumlich erfüllt. Und diese Bilder sind nicht blasse Schatten, sondern mächtig wirkende seelische Bedingungen, die wir nun missverstehen, aber niemals durch Leugnung ihrer Macht berauben können. Neben diesen Eindruck vermöchte ich nur noch den Anblick des gestirnten nächtlichen Himmels stellen, denn das Äquivalent der Welt innen ist nur die Welt außen, und wie ich diese Welt durch das Medium des Körpers erreiche, so erreiche ich jene Welt durch das Medium der Seele. Ende des Zitats. Herr Carl Gustav Jung hat sich doch vorsichtig geäußert, wenn die Psyche des Menschen etwas ist. Da das Unkörperliche des Menschen kein Zweig der Psychologie geklärt hatte und kein Zweig der Theologie oder Philosophie, wir müssen uns zur Zoologie und Soziologie drehen. Vernunft ist arbeitsoperative Fähigkeit des Gehirns im Erwerben und Nutzen individuellen Wissens und Wissens der Gattung, was Instinkt heißt. Ein ganz entwickeltes menschliches Gehirn arbeitet als einziger Arbeiter in einziger Werkstatt auf 7 Arbeitsstellen, vom einfachen Arbeiter bis zum Generaldirektor. Aber ganz entwickelte menschliche Gehirne gibt es katastrophal wenig. Wir sind Zeugen, dass menschliche Gehirne gemeinlich auf nur 3 von 7 möglichen Arten der Gehirntätigkeiten tätig sind.
Einziger Arbeiter dieser Werkstatt übt seine Arbeit auf 4 Arbeitsebenen aus. Wichtig ist dazu zu betonen, dass ein Gehirn gleichzeitig Arbeiter und Werkstatt ist, beziehungsweise ein Gehirn ist gleichzeitig Täter und Areal seiner Taten. Natürlich, diese Werkstatt ist oft außer Betrieb gestellt, während der Arbeiter sich erholt. Nachdem, dass wir festgestellt haben, dass katastrophal wenig menschliche Gehirne ganz entwickelt sind, ist Moment zu sagen, dass Entwicklung aller Gehirne chronologisch gleich beginnt. Von einfachstem Arbeiter auf der niedrigsten Ebene der Werkstatt. In einem Säugling beginnt sein Gehirn tätig zu sein, so wie in einem Menschen ganz entwickelten Gehirns, auf der Arbeitsebene des Gehirns Nummer 1. Gehirn auf dem Objektiven, Gehirn auf dem Subjektiven und den Affektiven und Gehirn kontemplativ auf sich selbst. Gehirn auf dem Objektiven bedeutet, dass ein Säugling oder ein erwachsener Mensch sich mit dem äußeren, sinnlichen, konkreten beschäftigt. Gleich ob es über eine Klapper oder einen Space Shuttle geht. Gehirn ist hier ein Exoteriker. Gehirn auf dem Subjektiven und den Affekten manifestiert sich beim Säugling nicht erkennbar, aber beim Kind im Alter von 4-5 Jahren schon sehr mächtig und manchmal sehr unerträglich. Als gleich welches übersteigerte Benehmen, als Lügen, als Erpressen durch Schreien und Weinen. Bei Erwachsenen ist im Gehirn mit Subjektiven und Affekten alles reicher, feiner, raffinierter, schöner, schmutziger und so weiter, je nach Intelligenz des Menschen. Gehirn auf dieser Tätigkeit ist immer kindisch, gleich ob in einem Kind oder in einem Mathematiker oder in einem Profimörder. Gehirn kontemplativ auf sich bezieht sich auf die Tätigkeiten des Gehirns, die als Konzentration, Visualisierung, Meditation und so weiter bekannt sind. Gehirn ist hier ein Esoteriker. Arbeitsebene des menschlichen Gehirns Nummer 2. Bewusstsein seiner als Person, Beobachter des Täters der Ebene 1. Ein Kind wird einmal genug groß, um sich als Person bewusst zu werden. So ist einmal oder sporadisch oder selten ein menschliches Gehirn ein Täter auf der Ebene 2 dieser einmaligen Werkstatt. Ein Gehirn ist tätig so, dass es die Ebene des Selbstbewusstseins erreichen kann, unabhängig, ob es irgendwann auf sich kontemplativ gewesen war. Also ein Gehirn muss nicht auf sich beobachten oder analytisch stehen, um sich als ich zu verstehen. Einem menschlichen Wesen gelingt es unvermeidlich. Ein kleiner Max sagt einmal, ich will Wasser haben, und nie mehr Max will Wasser haben. Sich bewusst ist, vermute ich, auch ein Tier in der Situation, in welcher es begreift, dass es in Lebensgefahr ist. Denkend, ich muss mich verstecken, oder ich muss flüchten, sonst werde ich gefressen werden. Wenn es fraglich ist, woher ein Kälbchen in Savanne ohne gleich welche Erfahrung wissen kann, es sei in Lebensgefahr, dann dürfen wir ruhig es annehmen, dass der Instinkt das Wissen der Gattung ist und es gehört einem Kälbchen in der Savanne als sein eigenes. Weil Kälbchen durch eigene Geburt als solches ein geeigneter Empfänger des Gattungswissens wird. Beobachtung des Täters von der Ebene 1 ist auch ein Täter, aber Täter höherer Ebene. Ebene 2 der Werkstatt namens Gehirn. Wir sahen es, dass auf der Ebene 1 3 Arbeitsstellen gibt. Gehirn kann nur auf einer Arbeitsstelle einer Ebene tätig sein
und nie auf zwei Arbeitsstellen gleicher Ebene gleichzeitig. Also horizontal geschaut, ihr Hirn ist auf der Ebene 1 entweder mit objektiven oder subjektiven oder auf sich selbst kontemplativ beschäftigt. So ist es gleich auf der Ebene 2. Gehirn ist entweder in dem Bewusstseinszustand oder ist es ein Beobachter des Täters der Ebene 1. Während vertikal geschaut, es kann doppelt aktiv sein, als ein Täter der Ebene 1 und als Beobachter des Täters der Ebene 1. Arbeitsebene des menschlichen Gehirns Nummer 3. Aufseher bzw. Beobachter des Beobachters des Täters. Dass so einen gibt, ist es leicht zu verstehen, weil wir bemerken, wann ein Täter beobachtet ist und wann nicht. Jener, der das merkt und der den Beobachter des Täters zwingt, aktiv zu sein, ist Aufseher, Direktor, Chef. Er ist fähig zu erkennen, wann Beobachter des Täters aktiv und wann inaktiv ist, und je nachdem den Beobachter des Täters einzuschalten. Weil Beobachter des Täters schaltet sich leicht ab, sobald der Aufseher ihn nicht mehr überwacht. Arbeitsebene des menschlichen Gehirns Nummer 4. Position des sogenannten Göttlichen. Über das Gehirn auf der Arbeitsebene des menschlichen Gehirns Nummer 4 zu reden, ist eine Sache, die nicht nur Verständnis über das Gehirn verlangt, sondern das Verständnis des Sinnes der menschlichen Existenz, was auch Klärung des Universums verlangt. Siebte Aktivität des Gehirns ist eher eine Passivität seiner, außerhalb seiner selbst als Werkstatt. Auf diesen sieben Positionen der Gehirnarbeit tätig zu sein, ist einem Gehirn möglich nur, wenn es für jede von diesen sieben Arbeitsarten qualifiziert ist. Jetzt müssen wir marxistische Ökonomielehre zu Hilfe nehmen.